Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder Bea von GamersPalace.de und ich bin immer noch hier mit Tales of Berseria für euch am Start. Ich nehme ganz kurz das Mikro ein bisschen weg, das hat ein bisschen doll geploppt. So, die Frage ist, wo es jetzt lang geht. Wir suchen nämlich diesen einen Typen, der sich in einen Dämon verwandelt hat und wo einen Echsenkopf trägt. Mal schauen, ob wir hier noch Hinweise finden. Hier ist auf jeden Fall was zum Ansprechen. What a beautiful ship. Isn't she? She transports Flamestone and Sulfur to the capital in Midgand. Have you heard of Flamestone? It's this new explosive material the Abbey developed. Thanks to their discovery, we can make some really powerful new cannons and explosives. Explosives? Sounds dangerous. It is dangerous, but it's also necessary. Not only are there demons about, but we've humans to contend with too. With pirates and bandits in ever-increasing numbers. On the bright side, with a higher demand for Flamestone, Helavise is prospering like never before. Flamestone is the only reason our little snowbound city is thriving. A keel haul to anyone who says otherwise. So this ship goes to the capital. If I asked, could you take us with you? Nope, not happening. The guild ordered a total suspension of activity. We can't lift anchor. Besides, any ship carrying precious ores has an exorcist on board for security. You need the Abbey's permission. Sounds like they keep a tight lid on things. Yeah, I guess. But the Abbey makes the rules, so what are you gonna do? Without the Abbey, humanity would be dead in the water. A keel haul to anyone that says otherwise. Okay. Also auch nicht sonderlich hilfreich. Da ist noch ein Ausgang und ein blauer Punkt davor. Ob wir hier jetzt hinkommen? Oh. Ja, ich bin echt klug. Das hat uns nämlich gar nichts gebracht. Gut, dann gucke ich eben hier lang. Der blaue Punkt scheint offensichtlich nur darzustellen, dass ich dort rausgekommen bin. Hier sind aber nur so... Ich sollte den Vordereingang meiden. Aha. Na gut, laufen wir eben nochmal zurück. Und ich möchte doch ihr Kostüm anpassen. Und ihr aber die Haare geben. Ja. Ich mag die Kleidung aus dem Dorf sehr. Sehr, sehr, sehr. Vielleicht muss ich es nochmal so wieder verlassen, aber glaube ich fast nicht. Aber wir probieren es einfach nochmal. Oh, doch. Cool, und alles ist wieder da, was wir beim letzten Mal auch schon eingesammelt haben. Nothing but ice and snow as far as the eye can see. Are you cold? I'm fine, but I'm not the one with the exposed midriff. Doesn't bother me either. And watch where you let your eyes wander. Hey there, sorry. I meant no offense. So you still retain feelings like shame then? Wait, you don't? Me? I've lost a lot of my human feelings. I figured that was just part of turning into a demon. I didn't know that. But deep down, I'm still the same person I always was. And I can still enjoy a good drink. I'm glad I haven't lost that at least. If you say so.
Jetzt kann ich hier langlaufen. Okay. Wow. Don't get overconfident. Your style is really unique. Just wait until I pull out the good stuff. Okay. Ja, ach komm, hör doch mal auf mit den ganzen Tutorial-Texten. Aber kann ich dann seine Art auch festlegen? Ja. Was kann der denn so? Oh. Falsch gedrückt. So. Oh. Knochenbrecher, verborgene Klinge, Trompetanz und die Feuerzunge. Sehr gut. Always ready to fight. You won't get any pity or compassion from me. Oha. Mal sehen, was das für ein komisches Fliegvieh ist. Die Musik hat sich geändert. I'll end this quickly. Hirschkäfer. Ernsthaft? Deception! 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 Fall back and regroup! Das war ja irgendwie albern. Ich meine, es ist ja schön, dass sie so die Umgebung mit einbeziehen, aber bringt mir halt gar nichts, wenn ich so nicht angreifen kann. Always ready to fight. I can't even call that a fight. Ja, komm, mach nicht rum. I see a village. Always ready to fight. Easy peasy. Da ist ein Dorf. Und was ist hier? Nichts. Okay. Exorcist. Was that Dial she slew? No. It wasn't a lizard demon. Are you crying? It's just everything that's going on. Demons run rampant in the Outlands, and yet the Abbey has explicitly chosen not to come to their aid. It's true we haven't the forces to be everywhere at once. And the people of the Outlands refuse to obey the Abbey's rules. It's a heartless decision, I know. But it follows from the Abbey's perfect logic and principle. Why make excuses to me? I'm not making... My name is Eleanor Hume. I am a praetor patrolling for the Abbey. What is your business here? We heard there was a murderous demon in this town who fled from Hellevise. The Shipping Guild incident, yes. I've been looking into it, but I haven't found any clues yet. Mm. Worry not. We will track down that foul demon and put it to the sword.
Did the exorcist lady go away? Yeah, she's gone. Oh, good. I didn't want us to get eaten. Eaten? I mean, I don't know anything about a demon. It's fine. You can tell me. I'll keep it a secret. I promise. There's a lizard demon in a cave to the north. He said he'd eat the whole village up if I told anyone. I'll give you these. Don't tell anybody, all right? No. Got it. That's a promise. A cave to the north. Gotta say, the folks here really don't trust the exorcists, do they? This is actually rather good. What's wrong? A worm? Nothing. Can't taste a thing. We learned what we need to. Let's look for that cave. Ist mein Mann vorbeigeschmuggelt? That's one fine yak you've got there. What an adorable face. You might not want to lean in too close. Why? That is nasty. That's why. Yaks ruminate the food they eat while they digest it. Their burps are one of the foulest things you'll ever smell. Same as cows and goats. Everyone who's raised livestock knows that. I think that point's been driven home. That's a smell I never want to ruminate on myself. Schade, dass es das jetzt keine richtige Cutscene war. Das wäre bestimmt witzig. That woman said she was patrolling for the Abbey. What's that mean exactly? They're handpicked agents who traveled the kingdom gauging the Abbey's success in the demon fight. They also make sure the other exorcists are conducting themselves properly. I suppose you could liken them to military police. Since the Abbey imposes so many rules on the populace, they want to show they're above board. But if they need to police themselves, isn't that as good as announcing corruption in the ranks? Some would say it's more honest this way. Idealism alone won't change the world. Maybe that's why our determined little exorcist was crying. I bet you're right. That does fit the picture. Although it's best not to take a woman's tears at face value. Huh? Just some common wisdom. Haben wir für ihn eigentlich auch Modedinge? Normaler Stil, Hutstil. Nee. Nee, wir geben ihm keinen Hut. Nein. So. Ich denke, dass ich hier jetzt das erste Mal bald ein DLC kaufen werde und dann haben wir ein paar richtig coole Kostüme. Zum Öffnen dieser Katzkiste werden 15 Katzgeister benötigt. Okay. Hallo. Oh. Dankeschön. Es hat uns eine Brille gegeben. Ja. Wer wird braucht diese Brille? Echt nice. This village seems much more run down than Helavis was. This is where the Abbey sends its malcontents. Don't conform or accept the Abbey's rules or commit a crime, and you'll end up here with the rest of the refuse. And I take it the Abbey doesn't care what happens to this place. So, disrupt their precious order, and you get banished? Exactly. I'm sure they'd say it's all part of their notion of reason. Oh yeah, that exorcist Eleanor said something like that. After the Advent, the exorcist showed up to quell the tide of demons and to restore the human world.
But demon blight keeps spreading, and the only places they can keep safe are a few of the bigger cities. There aren't enough exorcists to protect everyone. When the going's tough, cut off any excess baggage. It's the rational thing to do. I suppose so, but it's too heartless. And that right there, that's the Abbey for you. Humans aren't livestock, and we're not machines either. That's why some of us here, myself included, chose to live here of our own accord. Guess there are all types of humans out there. The important takeaway here is that exorcists are neither invincible nor infallible. Oh, was gibt's in dem Haus? Nee, wir möchten hier nicht übernachten. Aber wir haben immerhin Sachen gefunden. Hallo, was kann man hier kaufen? Bernsteindolche. Warum soll ich denn diese Klinge kaufen, wenn diese Klinge überhaupt nicht eingesetzt wird? Verstehe ich nicht. Oh, Kartoffeln. So. Wait. My granddaughter said she spoke with you. Hey, hold up. It's not like we threatened her or anything. Don't worry. I know. I gather you intend to continue your travels, yes? Then take this. It's nothing fancy, but hopefully it helps. Oh, was? Kochen. Kochen? Kochen und essen. Okay. Food's ready. It's nothing special. Autokuchen. Now that hit the spot. Hey, Velvet, can I ask you a question? You can do whatever you want, but just because you ask doesn't mean you're getting an answer. So, about that whole apple thing, you can't taste anything? Not entirely. I can taste blood. Nothing else? Nothing. And I don't think I can feel full either. You don't think? You talk like you've never had a good meal before. I haven't. Not normal food, at least. Not since I became a demon. So, what have you been eating? Please. You were in that prison with me. I'm sorry. Forget it. This is just what I am now. As long as I have a recipe, I can still cook. And now I don't even have to worry about how it tastes. I suppose. Food keeps my strength up. That's all I care about. Ein neues Gericht. Leute, wir kochen. Oh, aber wir können nur das eine. Oh. Oh. Okay. Oh yeah, the guy at that weapon shop gave me some booze for the trip. I nearly forgot about it. You really think it's a good idea to drink when we've got demons to fight? A little drink'll warm me up. I thought you couldn't feel the cold. That's true, I suppose. Well, I'm not drinking it anyway. I'm using it for something. Like what? Got some wounds to clean? That's one use for it, sure. But I've got something more practical in mind. By pouring it on the pegs that hold the blade and hilt together, the wood will swell and hold everything firmly in place in battle. You've got such a one-track mind, I swear. That's just the kind of demon I am.
das ist dann vermutlich die Höhle, in die wir gehen müssen. Okay. Hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Ihr seht nichts. Nee, doch. Natürlich Kräuter. Habe ich eigentlich neue Arts gelernt? Nö. Ein bisschen variieren. Hübsch, diese Felsen. Hallo, komisches Oktopus-Objekt. Das ist ja ein cooler Angriff. Sorry to catch you down. Gott, der Kampf ging 34 Sekunden. Ah, hier war doch eine Fledermaus, die hat gerade so geflattert. Come on, really? Ugh. What's that smell? Oil? Ugh. Erstmal die Höhle fertig angucken, bevor wir hier wirklich zum nächsten Ziel laufen. Am Ende verpassen wir nämlich noch irgendwelche Items oder Gegner oder Schatzkisten. Apfelgelee. Achso, nee, da sind wir ja schon lang gelaufen. Da ging es nicht weiter. Also gehen wir doch hier lang. Ich glaube, ich bin definitiv die größere Bedrohung als Rokuro. Let's move on. Come on, Ray. Bam.
Fledermäuse. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Oh, ist jetzt mal alles dabei, ne? I'll cut down anyone in my. Ist okay, rast nicht schon wieder aus. Oh, noch eine Kiste. Cool. Geld. Davon habe ich jetzt auch irgendwie ganz. Wieso ist denn das? Nee, jetzt nicht. Du hättest vorhin deine Chance haben können. I think we might be able to break this. And people say I'm foolhardy. I'm serious. I think we can do it. Are we not? You have a point. Das war ja einfacher als gedacht, diesen Felsen zu zertrümmern. Aber hier ist noch so eine Katzkiste. Ja. Was gibst du mir? Ernsthaft? Die hat mir nichts gegeben? No, dann hätte ich doch die 25 Katzseelen auch anders. No. Na gut. Kann ich das eigentlich irgendwo sehen, wie viele ich habe? Übersicht. Spielerdaten. Gerade mal nicht. So it was tar we were smelling. Watch your step. You won't get out if you get stuck. Jetzt aber. I'll end this quickly. You won't get any pity or compassion from me. Ring erhalten. Okay, cool. La 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 la. Ist das eine Falle? Nein. Komisch. Irgendwie seltsam. Don't get overconfident. Sie macht gar nicht mehr dieses Feuer. I won't improve by fighting weaklings.
Kammlegerin. Ich probiere mal das. Oh, diese Geräusche, ey. Ich muss mir irgendwie, wenn ich mehr Artes kann, muss ich dann irgendwie mal meine Kombos hier erweitern. Und mal so eine richtige Mörder-Kombo machen. Ich glaube, ich muss ihn mal einstellen. Der macht nichts. Strategie, eher. So. Hier kommen wir bestimmt nicht weiter. Nope, natürlich nicht, weil ich das jetzt storymäßig noch nicht bewegen kann. Hört auf, dieses Geräusch zu machen. Ich habe Kopfhörer auf und das ist dabei echt abartig. So, erstmal einen Großteil schon mal erledigt. Cool, obwohl ich jetzt voll die Gegner gesammelt hatte, ging das ja doch erstaunlich gut. Sorry to cut you down. Was macht denn hier diese? Hä? Aber jetzt bin ich verwirrt. Ist das nicht die Höhle, in die wir gehen sollen? Hä? Von da kamen wir ja und da ging's ja nicht weiter. Oh. Ach, ernsthaft? You know what they say? Falling off a rock only makes us stronger. I don't think that's quite how the saying goes. Gut. I'm going to jump. Don't fall and crack your skull. Damit haben wir auf jeden Fall herausgefunden, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir hüpfen dann gleich hier über die Felsen drüber und sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Abo da. Und schaut auf www.gamers-palace.de vorbei. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Macht's gut, bis dann, ciao!